Ethiopia is one of the world's poorest countries. Almost half of its population of 90 million face malnutrition. The reason? Hunger through drought and flooding, caused by the clearing of trees, resulting in serious erosion. Die Leute interessiert es auch, ob ich als ehemaliger Kadermann von der Migros mit diesen Gegensätzen umgehen kann. Mein Leben lang im Wohlstand geschafft und für Konsumgüter geschafft, Luxus zum Teil auch, und jetzt mal in dieser Armut arbeiten. Ob da der Kontrast nicht zu gross sei. Ich habe in der Migros gelernt, dass Dienen am Mensch, dass das einen ganz grossen Stellenwert hat. Und das ist genau das, was ich da mache. Der Dienst am Mitmensch. Hundred years ago, 40% of Ethiopia's surface was covered by forests. Today, less than 3% is covered by trees. Before an area can be reforested, the charitable foundation Green Ethiopia first set up tree nurseries with indigenous saplings. This together with the local population and agricultural authorities. And all of a sudden, saplings are no longer small plants, but a precious commodity to be nurtured daily with utmost care. In this tree nursery alone, 100,000 fruit trees are produced annually. And every year, a total of 4 million trees transform barren hillside into water-dispensing forest. Wir stehen hier im Aufforstungsgebiet der Bauerngenossenschaften Boreta Gerada Dendego, wo vor 7 Jahren komplett erodiertes Land war, wo kein Baum gewachsen ist, nichts, wo in der Regenzeit alles Wasser abgeschwemmt worden ist, wo da unten das wertvolle Kulturland zerstört hat. Die Aufforstungsarbeit an den Bergen, die müssen die Bauern selber machen. Für das müssen wir sie nicht entschädigen. Jeder Nutznießer, der von uns etwas überkommt, muss seinen Beitrag leisten. Das hängt dann mit der Nachhaltigkeit zusammen. Wenn wir einen Hügel aufforsten, dann müssen die Bauern ihren Beitrag leisten. Und wenn sie ihren Beitrag leisten, sind sie nachher stolz, wenn der Hügel ein Wald wird, und gehen den nicht abroden, sondern sie haben dem Sorge. Wir schützen die Gebiete. Wir haben nachher einen Wald, der wie ein Schwamm wirkt. Which absorb water during the rainy season, while slowly releasing it downstream in small quantities. Small check dams are built, so that fields can be watered during the dry season. This not only leads to more food and better nutrition for their families, but the farmers now produce enough fruit and vegetables to sell on the local market. Before it was yellow, I mean, which the land was bare because there was no water, because of scarcity of water. The farmers are unable to fetch water to their field. So now this problem is alleviated by the delivering of 2 water pumps for about 30 farms. Im Hintergrund hören wir eine Wasserpumpe laufen. Wir verteilen die Wasserpumpe an Bauern, immer 10 Bauern zusammen, 10 bis 14 Bauern zusammen, müssen so eine Wasserpumpe teilen. Und dann müssen sie auch für den Unterhalt aufkommen und sind verantwortlich, dass sie immer Öl und Benzin hat oder Treibstoff hat. Und so haben sie einen Ertrag aus einer Gemüseproduktion, wo sie dann auch brauchen, wieder für die Pumpe zu unterhalten. Da habe ich jetzt speziell Freude auch, wenn der Schlauch noch intakt ist, kein einziges Löchli. Das zeigt, wie die Bauern da dem Zeug Sorge haben. Begut, Arabarleu, Pedrosidje, Lije, Selinat, Zendrose, Taninjanat, Jasta Marquat, Jegensrai, Jesarrau, Bale Moto, Binyal.
They see by themselves when you protect the hillside, how things are changing. So even when, if you ask people, they told everything about Green Foundation. Everybody knows, especially the women. Zuerst Bäume pflanzen, das Wasser kann gespeichert werden, dann die Gemüsefelder. Und dann entstehen aufgrund von dem, wo er einfach so das Notwendigste kann angegangen werden, dass Menschen zu einem menschenwürdigeren Leben finden. Indem die Nahrung eben vielseitiger wird. Man hat da wirklich mit dem Wald zusammen können die Wasserversorgung sicherstellen, aber auch die Qualität von der Gemüsefelder als auch vom Wasser und vom ganzen See entsprechend super steigern. Beautiful. Leo, Leo, so everyone knows him. I'm Tegan Ali. And he's always warmly welcomed wherever he goes. To the locals, Kurt Pfister is simply Mr. Kurtu. Mr. Kurtu, the tough but fair partner and friend. The next day, Kurt takes us to one of the more remote projects of the foundation. Driving on dusty roads for hours, we all of a sudden find ourselves surrounded by hundreds of people. Beat, das letzte Mal, wo wir da durchgefahren sind, ist der letzte Jesus ihren Sohn beerdigt worden. Da einen Kilometer weiter rum. Ein 20-Jähriger. Er fragt nach dem, was hier wichtig ist. Nicht irgendwo nur von einem Bürotisch aus, sondern mit viel Herzblut engagiert er sich hier. Burned by the oven. Is it pain? No? No problem. Okay. Okay. I wish you good health. Huh? Immer inspiriert von dem, was an diesem Tag und vor Ort einfach jetzt gerade nötig ist. Be careful. Sollte man dich geben? Hallo. Hello. Tell him. Yes. Good morning. Good morning. How are you? Huh? They're fine. Tell him not to hit this donkey. Not be knowledge. No knowledge. Yeah, no knowledge. But you have to tell him. Yeah, I told him so good. But now he stopped. He stopped. Yeah, he stopped. Und was wir dann aber auch schaffen macht, das ist vor allem die Frauen gesehen, wie die über weite Kilometer mit Lasten tragen. Women are the backbone of Ethiopian society. They carry out a large part of the physical work. These bundles of firewood that the women carry over long distances weigh up to 30 or 40 kilograms, oftentimes carried by young girls and the very old. Over the years, their bodies slowly become crippled. Ich muss sagen, ich habe einen grossen Respekt vor diesen Frauen, die sie leisten. Und wir haben nicht vergeben, haben wir ein Projekt lanciert, wo wir die Frauen auch ein bisschen besonders unterstützen wollen. Sagt das mit unserem Esel-Projekt, wo wir den Frauen Esel schenken. Oh. Beautiful. That is your home, huh? Yes, I know. You remember last time? Yeah. To avoid conflict, it's the communities themselves who decide on which woman is most in need and can best benefit from the donkey project. A donkey costs $120 US and can not only improve, but transform the lives of the women for the better. College, $150, $100. Owning a donkey is a luxury for women farmers, considering $120 equals a year's salary. Das ist jetzt eine typische Frau, die von uns Kredit überkommt. Die Frau ist alleinstehend, ihr Mann ist gestorben und sie muss sieben Kinder durchbringen. Und der Mist, den sie jetzt gerechnet hat, tut sie zum Teil brauchen, zum selber führen. Und zum Teil braucht sie den zum Verkaufen, dass sie ein bisschen Geld verdienen.
Where does he get his energy from? Traveling Ethiopia 3 to 4 times a year, each time for several weeks, in a country 3 times the size of Germany. Ich verstehe die Menschheit als Menschenfamilie und sehe sie also vor meinem inneren Auge versammelt an einem grossen Tisch. Und ich kann es nicht sein, dass nur der eine Teil vor vollen Tauern sitzt, während die anderen leere Tauern vor sich sehen. And so we slowly come full circle. What started out as a family vacation to Ethiopia in the year 2000 still remains a family project at heart. Green Ethiopia is jetzt eigentlich unser drittes Kind. Kann man fast sagen, es dreht sich jetzt, wo wir pensioniert sind, sowieso eigentlich alles nur noch Green Ethiopia. While Kurt, together with his sons Adrian and Simon, works on the reforestation projects, his wife Irene cares for the future generation. Da gibt's viele Kinder, wo noch nie Frucht gesehen haben, oder? Und das motiviert sie dann eben schon und dann haben sie Freude und eben sie sind natürlich stolz, oder? Wenn sie dann können ernten, und sie den Dank sehen für die Arbeit, die sie vorher hatten, für Mühe. Each child plants his or her fruit tree on the school grounds and has to care for it daily. Throughout Ethiopia, schools are engaged in similar projects to educate the next generation on the precious cycle of trees, water, nutrition. Kurt Pfister is a modest man. He doesn't spend the foundation's money for his travels. And even though he doesn't like to speak about it, he personally supports people who are unable to receive help. Be it with money for the critically ill to buy medicine, be it with consolatory words to bestow human dignity. That's one of the reasons why the foundation's administrative costs lie below 4% of the total annual funding. Spender fragen uns hier und da, ob das, was wir machen, nicht einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein sei. Angesichts der grossen Not und Bedürftigkeit, die da herrscht. Da kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber dort, wo der Tropfen herfällt, dort tut er Gutes. Außerordentlich Gutes und Wertvolles. Viel Kraft schöpft man ganz sicher auch aus der Begegnung mit diesen Menschen, mit diesen wunderbaren Menschen. Menschen, die uns in einer grossen Herzlichkeit begegnen, die einem willkommen heissen in einer Natürlichkeit und wo man sich sofort wieder eingebettet fühlt, bei ihnen aufgenommen fühlt. Das gibt einem sehr viel Kraft und Freude. Da erlebt man auch so viel Herzlichkeit und menschliche Wärme, die einem gut tut. Ganz viel an Wert, an Eindrücken, die unvergesslich bleiben und unseren Überfluss, unseren Reichtum, all das immer auch wieder relativiert. Wenn so Zufriedenheit der Gradmesser ist, bin ich nicht ganz sicher, in welche Richtung das die Entwicklungshilfe müsste laufen. The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now.
an African proverb.